Moin und herzlich willkommen zu Let's Play Medieval! Ja Leute, wir wollen weitermachen. Wir haben einige Pokale zusammengeklappert. Es fehlen aber noch einige. Zum Beispiel können wir hier gar nicht nach links. Da sind drei Felder, wo wir nach links könnten. Da werden wir bestimmt irgendwann nochmal hinkommen. Kümmern wir uns erstmal um die Level, die wir machen können, ne? So, hier haben wir den Pokal. Wenn wir da hochgehen... The Enchanted... Okay... Ich will mal ein bisschen gucken. Boah, wo sollen wir denn das machen? Hier haben wir den Pokal. Gehen wir mal nach oben. Oben ist gut. Die Katze ist noch jung und knackig. Cutscene. Ich hoffe, der Endgame-Sound ist laut genug für euch und dass ihr genug hören könnt davon. Jetzt kommen sogar fliegende Bestien. Oh mein Gott, was ist da los? Und eine hässliche Kröte sitzt auf dem Holzstück und wartet auf Dan Fortescue. Dan. Bitte was? Haben die Viecher mir gerade Schaden gemacht? Tatsächlich, die machen mir Schaden. Fresst mein Bogen. Scheiße. So, tot. Okay. Hauen wir das gleich mal kaputt. Okay, das geht nicht. Schade. Da ist aber was drin. Wie kommen wir da denn ran? Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal das Level entlang. Alter, ihr Arschkrampen. Aber die können wir mit einem Schlag zermatschen. Das ist doch schon mal super produktiv. Die Kameraführung ist mal wieder allererste Sahne. Komm her. Ah, du Hure. Mann! Zerstöre das Tor! The Door of Destiny! Dreh dich nicht um, denn Daniel Fortescue geht um! Yeah! Hallo, kann das mal drehen? Danke! Oh, was ist das? Oh, shit! Geht's noch? Arschkrampe, geh weg! Aber irgendwie effektiv getötet haben die Viecher jetzt nicht damit. Was ist das? Bestimmt was zum Feuer machen. Feuer, Flamme, brennen. Was steht denn hier? There used to be a coven of witches in the... Okay. Können wir hier das Medaillon benutzen? Ja! Oh Gott. Das reimt sich. Joa, machen wir mal. Oh Gott. Wir sollen 7 Sachen aus dem Ameisenhügel holen. Oh, ich hoffe, ihr könnt das hören, wie er sich aufregt und wie sich das alles anhört. Das ist so geil. Das hat was. Oh, wie cool. Okay, wir sind im Ameisenhügel. Verkaufst du mir was? Ja. Ja, ist okay, passt schon. So, holen wir erstmal unser langes Ding raus. Unser Sword meine ich natürlich. Und slashen ein paar Ameisen. Das sieht doch sehr nach Hammer aus. Sag ich ja. Ameisen. Was ist das denn? Oh.
Okay, wir haben schon mal einen gerettet. Oh, das ist eine tote Ameise. Einer von sieben. Das sieht auch geil aus da. Tja. Man sollte schon alle Kelche sammeln, wenn man dann bestimmte Items kriegt, wie zum Beispiel den Hammer. Die kann man dann für später nochmal benutzen. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, die Kameraführung, ne? Das ist so behindert. Hey, da ist noch einer. Also wirklich anspruchsvoll ist das jetzt nicht, ohne Scheiß. Ich meine, man kriegt ständig diesen komischen Fetten. Ja, sorry Leute, ich muss mal eben ganz kurz was lesen. Warum habe ich jetzt diese komischen Leuchtdinger im Kopf? Ich muss mal eben was lesen. Ich bin ja noch im Ausbildungspersonalrat tätig und unterstütze da Anerkennungspraktikanten, die Erzieher werden wollen. Und ja, da hat man es mit vielen Problemen zu tun, wie sich einige Einrichtungen auch verhalten. Und ja, ich habe gerade ein SMS gekriegt, dass meine Hilfe mal wieder benötigt wird, denn Goku muss mal wieder tätig werden. Und ja. Es ist ein hartes Kaliber, so eine Arbeit zu machen. Okay, diese Leuchtdinger werden uns den Weg erleuchten. Ihhh! Hässliche Ameisen. Oh, Larven, stirb. Hauen wir sie kaputt. Fairy Feet, one. Rescuing. Okay, was geht jetzt? Die Wege sind versperrt. Ach, das können wir kaputt hauen. Hallo, geh sterben. Oh Gott, sie werden sauer. Warum habe ich das Scheißding genannt? Nehmen wir doch lieber den hier. Der Stahlhammer ist wesentlich effektiver, würde ich sagen. Okay, da sind die gerade rausgekommen. Achso, eins haben wir schon mal collected jetzt. Da ist noch was versteckt. So. Okay. Wir müssen also die einen Sachen da befreien und gleichzeitig müssen wir auch noch Geld einsammeln. Kakerlaken. Da ist eine B-Meise! Tötet sie! Denn sie röchelt noch! Folge mal, ich töte hier alle Babys. Hey, collected! Haben wir die Dinger nicht voll mit einem Schlagblatt gemacht? Also jetzt komm, ich verlaufe mich jetzt bestimmt total. Bam, 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 bam. Machen wir Matschepampe aus den Viechern. Ja. Oh, da können wir uns zielen. Ja, also das ist ziemlich anspruchslos hier, die Viecher platt zu machen. Ich habe gedacht, es wird härter. Aber wir wollen den Tag nicht von den Armen loben, ne? Solange ich hier stehe, kann mir sowieso nichts passieren. Och, wie süß. Sie versuchen mich anzugreifen. Allerdings haben sie nicht damit gerechnet, dass Sir Fortescue einer der geilsten Typen überhaupt ist. Mir fällt gerade auf, dass ich die Dinger gar nicht töten muss. Warum nicht? Weil ich dafür keine Punkte kriege. So, da haben wir schon mal 3 von 4 collected. Ach ja. Und weiter. Da ist noch was. Bam, bam, bam. 4 collected. Achso, 3 fehlen noch. Die meint's ja echt gut mit der ganzen Energie, ne? In anderen Leveln würden die aber mehr bringen. So. Werde ich automatisch wieder groß, oder? Muss ich mich selber groß machen? Okay, das hatten wir schon. Dann waren wir hier also schon. Okay, dann gehen wir da lang. Da war ich, glaube ich, auch schon. Da sind wir links abgebogen. Gehen wir jetzt mal nach rechts. Ja, insgeheim bin ich voll der Planaustüftler und habe die ganze Zeit hier einen Zettel und einen Stift neben mir, die mir dann den Weg, also womit ich mir einen Weg zeichne. Was aber jetzt eigentlich gelogen war. Bam. Oh Gott. So Jump'n'Run-Spiele sind eigentlich gar nichts für mich. Dieses Spiel schon, das hat schon was. So.
Jetzt wäre langsam mal schön, wenn wir die letzten Sachen finden können, damit wir hier raus können. Ach shit. Ah, zwei Stück fehlen nur noch. Geile Sache. Wo werden wir sie finden? Da ist ein Fläschchen. Ich sage ja, mit Energie meinen sie es hier unten ziemlich gut. Ich rechne einfach mal durchs Level durch. Ja, genau. Wäre schön, wenn die Kamera mal ein bisschen... Oh mein Gott, sie kommen alle. Jawohl. Drei Feen von drei befreit. Oder waren da, stand da gerade drei Feen noch? Das wäre ganz schön kacke, wenn man jetzt hier... Oh mein Gott, jetzt dreht euch doch mal, die blöde Kamera. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich lang gehe. Da ist noch was eingesperrt. Da fehlt ja noch einiges. So, stirb. Ihr könnt auch mal sterben gehen. Dank. Oh, Geld, Money. Und da hinten ist noch so ein Ding. Dann haben wir das ja auch gleich geschafft. Okay, da kann ich nicht ran. Ich töte alle... Oh, das fand sie nicht so gut, dass ich die Babys getötet habe. Ah, du hast meine Babys geslasht. Jetzt fresse ich dich mit Haut und... Oh, hör auf dich zu drehen, du blöde Kamera, Mann! Da gucke ich gerade mal in die richtige Richtung, ohne Scheiß, und dann dreht sie das schon wieder. Stirb und stirb und stirb. Bam! So, zwei Stück fehlen noch. No problem. Ach, wie geil. Jetzt brauchen wir noch einen. Und der letzte ist hier hinten gewesen. Patatating. Aber wir müssen noch die letzten Feen, Feen finden. Ohne sie können wir hier nicht gehen. Wir lassen niemanden zurück. Und da haben wir das Level immer noch nicht durch. Da haben wir gerade mal so einen Sidequest erledigt. Na, komm raus. Bam. Eine fehlt noch. Da können wir uns noch mal ein bisschen healen. Na, wo ist er denn? Ich glaube, hier ist schon der Ausgang, ne? Oder? Wenn das schon der Ausgang ist, dann will ich da noch nicht rein. Geh doch sterben! Du auch! Was sagt denn das clevere Buch? If you have enough to go beyond this point, you will enter the chamber of the dreaded Queen Ant. Once you have a corner, six seconds. Okay. Da ist also die Ameisenkönigin. Toll, hier können wir ein bisschen was kaufen. So. Aber ich will noch gar nicht durch das Level durch. Mir fehlt noch ein... Das ist noch so ein Ding. Erstmal schnell heilen. Ja, und dann werden wir gerne eben schnell die letzte Fee suchen, weil ohne die will ich hier nicht raus. Definitiv nein. Der Part ist schon wieder zu lang. Eigentlich müsste ich jetzt schon wieder abbrechen. Da das Ding hatten wir, ne? Ja, da ist schon leer. Wo habe ich denn das Ding unterwegs vergessen? Bist du denn mal links oder rechts abgebogen, wo ich hätte... geradeaus gerannt, wo ich links oder rechts hätte lang müssen? Gucken wir mal. So schwer kann das ja nicht sein. Tot. Kabam! Na, wenn das mal nicht vielversprechend hier aussieht. Ganz viele Ameisen. Oh, shit. Ja, ist ja gut. Leute, lass mich... Oh, da ist die letzte Fee. Yeah, und jetzt slash ich euch alle, ihr Drecksbastardviecher. Auf die Fresse. So, jetzt wollen wir nur noch die Queen suchen. Die Queen Mary. Bestimmt verlaufe ich mir jetzt gerade wieder total. Nö, 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 nö. Du kannst ruhig am Leben bleiben. So. War das jetzt richtig? Ich glaube nicht. Oder? Ich hätte mir den Weg vielleicht aufschreiben sollen, wo ich langgelaufen bin.
Obwohl, das sieht ziemlich richtig aus. Ja, das sieht gut aus. Auf zur Queen. Wir haben alle Dinger gerettet und wir haben gleichzeitig die 7 Dinger gesammelt, die die Hexe haben wollte. Mehr wollten wir auch gar nicht. Dann können wir uns nochmal schnell heilen. Und jetzt machen wir uns an die Queen. Queen Mary! Come on! Alter, was wollt ihr denn? Wie krieg ich die denn jetzt down? Ist das richtig, was ich hier gerade mache oder nicht? Okay. Also ich erwische sie, aber irgendwie wirklich damit... Ich weiß nicht, wie ich die down kriegen soll. Ja, genau. Schon wieder tot. Ach, fick dich doch, Mann! Ah, jetzt habe ich den Trick durchschaut. Sie kommen! Come on! So. Daneben! Na, was nun? Shit, die haben mich erwischt. Da jetzt, stopp! Feuer! Oh! Die macht auch ein Riesending um nichts, ne? Ohne Sch... Ja, ist ja gut. Oh Gott, was sie für Damage macht! Ich brauche ganz irgendwas zum Heilen. Bestimmt gibt es jetzt gar nichts mehr zum Heilen. Aufpassen, dass mich hier Scheiß nicht erwischt. Weil damit macht es am meisten Schaden. Ah! Oh, so langsam aber sicher kriegen wir sie. Och mein Gott, ey, diese Dinger sind aber auch nervig. Okay, komm her. Ach ja, geht. Och man, fick dich doch, du blödes Pissvieh, ey. Stopp. Okay, stopp. Oh, ist das hart hier. Ich sage es euch. Also ich werde mindestens noch 2-mal benötigen, bevor ich die überhaupt so weit habe. Oder ich bin tot. Scheiße! Ja, Leute, beim nächsten Mal werden wir uns nochmal um diese blöde Königin kümmern. Ich werde wieder vorher alles einsammeln und dann braucht ihr euch das nicht nochmal antun. Und dann machen wir es aber beim nächsten Mal platt, würde ich sagen. Also, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Medieval. Ja, haut rein, schaut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku Senpai.